Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem Basteltisch. Ich bin's wieder, deine Stimme Dream 76 und gemeinsam mit dir möchte ich heute kreativ werden. Ja, du siehst es schon, ich habe ein Päckchen bekommen und hier steht ganz klar Adventskalender drauf. Ich kann es auch sehen. Ja, und das bedeutet, du dürftest deinen Adventskalender auch schon haben, wenn du einen bestellt hast, logischerweise. Weil wenn du keinen bestellt hast, dann kriegst du auch keinen. Das war jetzt wieder sehr sinnvoll. Also auf jeden Fall, mein Adventskalender ist da. Und du siehst, ich war wirklich standhaft. Ich habe es nicht geöffnet. Das mache ich jetzt mit dir. Zap, zap. Ah, nee, hier nicht mehr. Da ist er. Sieht das nicht schön aus? Ich freue mich. Können wir jetzt aufmachen? Jetzt alle auf einmal? Nee, ne? Ich habe es befürchtet. Ja, also, meine Päckchen sind da, sind noch nicht ausgepackt, wie du siehst. Oh, hier ist aber was Großes drin, die 13. Und die 15 auch. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja, dieses Jahr, da ist noch was größer als die 3. Ich weiß ja nicht, was drin ist, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, wir haben hier 24 Päckchen. Ich zähle sie jetzt nicht nach, ich gehe davon aus, es sind 24 Päckchen. Und ich hatte ja letztes Jahr eine nette Verpackung gewurstelt für den Kalender. Ich räume das gerade mal weg, sonst habe ich hier keinen Platz. Und zwar, das war diese hier, ne? Diese schöne Box. Finde ich eigentlich immer noch sehr schön, aber sie geht kaputt. Und zwar hier oben. Und auch hier neben geht das DSP ab. Ja, ne? Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich das mir gebastelt habe. Das ist keine Frage. Ich denke, ich werde es dieses Jahr auch als Aufbewahrung für die Kästchen nehmen. Also dass ich das so hinstelle. Aber du siehst schon, das hier gefällt mir natürlich nicht so. Ne? Das ist, da kriege ich ja jetzt so, das geht nicht, das können wir so nicht lassen. Ganz einfach. Ja, und deshalb habe ich mir etwas überlegt. Ich habe hier mal so ein bisschen rumgefummelt. Und ich habe gedacht, wir machen dieses Mal was anderes als Vorbereitung zum Adventskalender. Ja, und ich zeige dir jetzt mal, was ich mir hier so zusammengesucht habe. Und dann gucken wir mal, ob wir da was zusammen gedengelt bekommen. Und zwar habe ich gedacht, wir machen heute mal so ein Album-Adventskalenderbuch. So irgendwie, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe mir auf jeden Fall hier schon mal Graupappe rausgesucht. Was wird die haben? Mindestens, wenn nicht noch mehr. Ich denke 2 mm, 3 mm, irgendwie sowas. Ich hebe immer alles auf, ne? Und irgendwann muss es mal verwurschteln. Auf jeden Fall, das habe ich gefunden. Das hat beides die gleiche Stärke. Dann habe ich mir dieses DSP rausgesucht, das Pastel Christmas. Aus dem einfachen Grund, ich habe in meinem Fundus noch hier so Ringbuchmechanismen gehabt und das passt halt farblich einfach perfekt dazu, ne? Was soll ich sagen? Und dann habe ich auch noch hier so ein paar Eyelet-Gedönse gefunden, falls ich da noch was brauche. Das würde also auch noch mal gehen und passen. Ja, und als Gegenfarbe habe ich gedacht, grau. Dachte ich, könnte vielleicht was. Sieht dann vielleicht edel aus. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall möchte ich jetzt ein Adventskalenderbuch. Ich glaube, ich werde das Adventskalenderbuch nennen. Das gefällt mir ganz gut. Das möchte ich jetzt mit dir wursteln. Und ich höre auf zu schnacken. Und los geht er, der Peter, ne? Ja, ich habe mir hier erstmal meine Graupappe geschnappt und schneide jetzt das Cover zurecht. Ich brauche 2 Teile mit dem Maß 18 x 23 cm und das schneide ich jetzt, zeichne ich mir hier jetzt erstmal an, bevor ich es zurechtschneide, logischerweise. Und dann brauche ich noch ein Teil, das male ich mir jetzt hier drauf, 10 x 23 cm. Und ja, das gibt das Cover, also der Bucheinband. Also nicht nur das Cover, sondern ja, also einfach ein Einband für das Album. Punktum. Da ich hier Graupappe habe, nehme ich mir ein Cuttermesser. Also mit der Schneidemaschine kommst du da jetzt, also mit der, die ich jetzt hier gerade gefunden habe, nicht klar. Deshalb Cutter, mehrfach.
ritzig darum und das Lineal hat auch so eine Metallkante. Jetzt habe ich hier schon alle Seiten zusammengeschnippelt und jetzt muss ich die aneinander befestigen. Und wenn ich sowas mache, dann nehme ich am liebsten das Nassklebeband. Kommt nicht allzu oft vor, siehst du, weil die Packung ist so dick, ne, die Rolle. Da gibt es eine glänzende und eine matte Seite. Die glänzende, die beschmiere ich jetzt hier mit Wasser und dann bappt die. Deshalb Nassklebeband, weil, sagt der Name. Ich habe mir hier ein Stück Graupappe dazwischen gesteckt, zwischen zwei Elemente, die ich verbinden möchte, damit ich einen guten Abstand habe. Das ist die gleiche Stärke wie die Graupappe, die ich gerade benutze. Und dann kann man das Buch dann nämlich auch gut zumachen. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Also ich kriege das nicht gerade hin und das mag ich nicht und ich finde, das ist ein gutes Hilfsmittel. Jetzt klebe ich hier Teil 2 und 3 zusammen. Oh mein Gott. Und ich lege halt einfach nur die nasse Seite da drauf, drück's an und rolle nochmal mit so einer Walze drüber. Das finde ich immer ganz gut. Aber du weißt ja, ich und mein Walzentick, ne? Und die Enden, die jetzt hier überstehen, die schlage ich einfach um. Dann nehme ich ein Falzbein, damit das nicht einreißt. Und bin dann erstmal glücklich, weil die drei Teile schon mal zusammen sind. Wenn die Graupappe jetzt ein bisschen nass wird bei dir, das ist überhaupt kein Problem. Das wird es bei mir auch, das wirst du dann noch sehen. Das lassen wir gut trocknen und dann ist es schick fertig. Jetzt habe ich also schon mal die erste Verbindung geschaffen. Ich brauche aber von beiden Seiten die Verbindung, weil sonst geht's mir kaputt. Also habe ich deswegen mir in etwa gleich lange Stücke von dem Nassklebeband zusammengeschnitten. Und da orientiere ich mich so grob an der Größe meines Objekts, hast du ja vorhin gesehen. Ja, und auch hier schlage ich die Seiten wieder um. Das ist nie verkehrt, ne? Also ein bisschen mehr, wie beim Metzger, darf so ein bisschen mehr sein. So, dann haben wir hier nochmal Teil 2 und 3. Das muss auch nochmal von innen verbunden werden oder von außen. Also es ist ja jetzt im Moment noch völlig Wumpe, was innen und außen ist. Das ergibt sich dann später, ne? Also das ist nicht gleich von vornherein festgelegt. Und wenn ich dann hier die Enden auch umgeschlagen habe, dann fahre ich schon mal ganz vorsichtig mit dem Falzbein über diese entstandene Leerfläche da drin. Also dieses Stückchen, wo halt vorher der Abstandshalter drin war. Jetzt habe ich es. Da gehe ich mal so vorsichtig drüber, damit das Nassklebeband schon mal so ein bisschen vorbereitet ist. Hier wird sich nachher noch bewegt. Ja, und auch die Kanten versehe ich mit Nassklebeband. Das kann ich ja einfach umschlagen. Dann ist das auch ein bisschen geschützt. Die Seitenteile, die Kanten, die Außenseiten. Also du weißt, was ich meine, oder? Je. Also das umfahre ich halt hier, ummantel ich dann sozusagen auch nochmal. Denn dann sieht es einfach schöner aus. Punktum. Das mache ich auch an allen Seiten. Hier siehst du, war es ein bisschen trocken. Es ist nicht schlimm. Kannst du nochmal nachsetzen. Ist überhaupt kein Thema. Rollerst du drüber, fertig werden, ne? So kann man halt auch gut nochmal Stellen, die nicht so toll geworden sind, gut austauschen. Ja, und wenn ich dann alle Seiten ummantelt habe sozusagen mit dem Nassklebeband, schneide ich einfach nur diesen Überstand mit der Schere weg. Weil da ist es jetzt nicht mehr vonnöten, dass ich das irgendwo hinklebe. Das ist schon gut verstärkt dort. Ja, tschakalaka, siehst du, hier war auch ein bisschen wenig Wasser. Einfach nochmal drüber, alles ist schon fein, ne? Alles ist schicki. Geht wunderbar. Das muss jetzt tatsächlich ein bisschen länger trocknen. Kann ich dir mal so sagen. In der Zwischenzeit, während das Cover trocknet, kann ich mich mal hier an die Seiten machen für mein Album. Und da hat dieser steingraue Cardstock ein Grundmaß von 16 mal 21 cm und das loche ich mittig. Also so fast ein bisschen A5, ne? Und jetzt brauche ich noch Cardstock für meine Tasche. Oder Taschen, das werden ja mehrere. Die sind, lass mich überlegen, 13 mal 7 cm. Und das wird an drei Seiten bei einem Zentimeter gefalzt. Siehst du, was ich meine? Also ich falze nicht rundherum, sondern lasse eine lange Seite auf. Denn da möchte ich ja später dann
das Adventstürchen reinmachen. Also der Inhalt des Adventstürchens. So, jetzt haben wir's. Ja, genau. Also und davon mache ich jede Menge. Denn ich habe 24 Kästchen, also 24 Türchen, also brauche ich auch 24 von diesen Laschen. Hier schräge ich mir dann schon mal alles soweit an. Also diese Klebeflächen, die werden angeschrägt. Das dauert einen Moment, weil, wie gesagt, ich habe 24, ne? Das ist schon ein Auftrag. Ja, und dann falze ich einfach oder knicke ich die Falz nach, ziehe sie nochmal nach mit einem Falzbein, damit es schön ordentlich knackig wird und sehe dann schon dabei, welche Teile aufeinander stoßen, also welche Ecken. Da habe ich jetzt hier einfach die Möglichkeit, das gleich zu korrigieren und nicht später noch beim Kleben, weil jetzt habe ich es ja sowieso, ne? Hast du gesehen, da passt es nicht an der einen Ecke so ganz, da schnippel ich nochmal nach. Weil ich habe das jetzt nicht, also hundertprozentig, das war so aus dem Handgelenk, ne? Ja, und dann brauche ich ja noch was, um mein, also das Türchen zu kennzeichnen, habe ich mir überlegt. Und dafür schneide ich mir ein Stück Cardstock, was 3 cm mal 11,1 habe ich gemacht, damit das ein bisschen besser passt. Und das lege ich dann noch an der kurzen Seite später an. Das siehst du dann, sage ich dir dann. Mittlerweile ist hier schon mal ein bisschen was getrocknet. Ich kann die Falzen also mal nachziehen, beziehungsweise diese Knickkanten. Siehst du, und jetzt lässt sich das ganz einfach knicken, die Seiten. Wunderbar, oder? Perfekt, perfekt. Ja, und natürlich kann es so nicht bleiben. Ich arbeite mit ein bisschen Acrylfarbe aus meinem Fundus und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was passt und was passt nicht. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, es wird schwarz. Fertig. Ja, also ich finde, das passt am einfachsten. Ja, und ich mache mir das hier nur auf ein Stück Papier. Also mache ich immer so. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, und dann pinsel ich dieses komplette Nassklebeband einfach nur mit schwarzer Farbe zu. Das kleiste ich einmal ordentlich ein. Und ich bin nicht der Kleisterer vom Herrn. Also ich kann so mit Farbe und so, das wird dann immer schwierig, wenn ich sowas hier mit Acrylfarbe, ne? Naja. So, jetzt habe ich hier schon meine Seite soweit fertig. Übrigens ist das dann schon der nächste oder der dritte Tag. Ich habe mir hier DSP zurechtgeschnitten für meine Seite. Das ist 5 cm mal 23. Stimmt das? Ja, ich glaube schon. Genau. Und das klebe ich jetzt einfach nur auf die gegenüberliegende Seite von den Löchern. Das finde ich hübsch. Das gefällt mir. Ja, das hat was. Auch wieder fest, weil ich mag ja diese Reißkanten sowieso sehr gerne. Ich habe mich hier für 2 Seiten von diesem Pastel Christmas, also von dem Weihnachtspapier da, entschieden. Und mit den 2 Seiten mache ich alle 6 Seiten des Buches, des Albums verziehe ich. Das reicht mir in der Tat ganz genau, was ich sehr gut finde. Dann kann ich für nächstes Jahr ein anderes Design nehmen. Und jetzt habe ich hier so einen Locher, der macht Verstärkung, also so Lochverstärkung. Ich denke, das ist ganz sinnvoll gleich. Mache ich es einfach jetzt schon drum, habe mir da so ein bisschen Glitzer-Cardstock ausgesucht, stanz mir einfach nur diese Lochung aus und ja, das geht, ne? Es ist ein bisschen ein Blindflug, deshalb schneide ich jedes Mal diese leere Lochung da sozusagen ab. Und dann setze ich das nur mit so ein bisschen Kleber, also nicht viel, ne? Setze ich um die Löcher drumherum. Macht erstmal viel Wind, sieht schick aus, ne? Auf dieser grauen Seite. Und hat halt noch den Nutzen, dass es mir wirklich gleich die Löcher verstärkt. So, das sitzt, das gefällt mir schon, das hat was und jetzt kann ich mich an die Taschen machen. Das heißt, ich habe hier, genau, hier siehst du, ich habe diese dünnen Streifen, die bei die 3 mal 11,1 cm waren, die kurze Seite angelegt und bei 2 cm gefalzt. Und das DSP ist so 1,5 cm mal 11,12, sowas in der Richtung. Überstand kann ich abschneiden, nur dran machen ist schwierig. Ja, und da klebe ich jetzt einfach diese Lasche auf die Tasche
das ist ein bisschen kompliziert, in die ich nachher dann das Adventstürchen, also den Inhalt reinstopfen möchte. So ist meine Idee. Und fahre es nochmal im Falzbein nach. Ja, damit es einfach schön ansitzt. Hier schneide ich jetzt den Überstand ab. Lieber abschneiden, ne? Also das ist mir immer ein bisschen lieber. Ja, und links und rechts gibt es so ein bisschen Kleber, damit meine kreierte Lasche einfach hält. Also weil sonst, ne, wird das irgendwie nix. Auch an dem schneide ich den Überstand ab und klebe diese kleine Tasche zu. Da habe ich nämlich eine Idee, ne? Das wirst du ja gleich noch sehen. So, viel kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen, warum ich mir jetzt gerade so einen Aufwand gemacht habe, aber siehst du alles noch, siehst du alles noch. Jetzt setze ich diese Taschen auf die Seite auf. Ich messe es nicht aus. Nein, ich gucke so in etwa, dass es relativ mittig sitzt und guck nur, dass ja der Boden so einigermaßen gerade ist, ne? Also, dass es jetzt nicht windschief ist. Das würde ich jetzt nicht so gut finden. Aber das funktioniert mir, ohne das jetzt groß auszurechnen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Nee. Ich finde, man darf auch mal sehen, dass es nicht alles hundertprozentig, ne? Es ist selbst gemacht. So. Ja, und das mache ich mit der zweiten Tasche auch. Und dadurch, dass ich dann praktisch pro Seite 4 Tage abkaspere, sage ich jetzt mal so, also verstauen kann, brauche ich halt nur 6 Seiten. Reicht auch, muss ich dazu sagen. Ja, und die Rückseite mache ich natürlich auch nochmal mit den 2 Taschen. Da habe ich halt entgegengesetzt gearbeitet, also vom DSP, damit mir eine 12-Inch-Seite langt oder 2 12-Inch-Seiten langen. Da bleibt dann sogar noch ein Mühe über. So, und ich habe meine 6 Seiten fertig. Haha, ging schnell, ne? Nee, also es hat schon einiges gedauert. Ja, und jetzt muss das Cover noch ein bisschen fertig gemacht werden. Da bleibe ich natürlich bei dem Steinkraut und schneide mir jetzt hier den Cardstock auf 17,5 x 22,5 zu. Also einfach nur einen halben Zentimeter kleiner als die Seiten. Das heißt, in der Mitte ist es dann 10 x 22,5. Denn so ein bisschen schwarzen Rahmen möchte ich, dass man sieht, sonst hätte ich es nicht lackieren müssen. Also bepinseln müssen. Ja, und die Seiten setze ich einfach nur auf die Graupuppe auf. Das sieht jetzt erstmal so ein bisschen dunkel und trist aus. Von innen werde ich auch nichts großartig machen. Ich denke, ich werde mich dann auf außen fokussieren, weil... Also, Bruder lieb, ich gucke mir jetzt nicht von innen ein Buch an. Also, die Seiten dann wieder, aber nicht, ne? Weißt Bescheid. Ja, und hier schneide ich mir jetzt mein DSP gerade zu. Da habe ich mir nochmal eine Seite rausgesucht. Die langt dann auch, da bleibt auch noch ein bisschen was über, aber das ist nicht schlimm. Ja, und hier schneide ich mir jetzt einfach erstmal... Ich glaube, das mache ich deckungsgleich mit dem Cardstock. Jetzt fragst du dich, warum habe ich den Cardstock drunter gemacht? Ganz einfach, sonst hätte ich unterschiedliche Höhen. Das hätte mir nicht gefallen. Und das DSP ist natürlich ein bisschen dünner als Cardstock. Also wäre es vielleicht schneller kaputt oder so. Und deshalb habe ich gedacht, nee, den Rücken, den Buchrücken sozusagen, den mache ich in der gleichen Größe. Und ich arbeite hier jetzt mit einer Klebemaus. Also mit so einem extra starken Klebefilm. Ich habe Angst, dass man den Kleber so durchsieht auf die Fläche, wenn ich Flüssigkleber nehme. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Möchte ich jetzt nicht ausprobieren, deshalb lasse ich so. Auch hier rolle ich wieder ordentlich an. Das schickt. Und die Seiten reiße ich auch wieder nur. Die sind also im Prinzip... genauso lang, also heißt 22,5, aber ich habe die Breite nicht gemessen. Ich denke, das ist auch ein bisschen variabel, ne? Also das kann man ja machen, wie man möchte. Aber dieses Reißen finde ich immer wieder schön. Und gerade wenn du so ein
bedrucktes DSP, also so eine buntige Sache hast, finde ich das schön, wenn du dann so diese weiße Reiskante siehst. Ich mag das. Ich finde das hübsch. Aber jeder so, wie er mag. So, jetzt habe ich das Cover praktisch und theoretisch von außen gestaltet. Ich kriege auch irgendwann mal hier noch die Kurve. Wie gesagt, ich liebe meine Walze, ich brauche die ständig. Ja, und so sieht das Buch jetzt erstmal fertig aus. Und jetzt mache ich mich an den Ringmechanismus. Wunderbar, ich habe das noch nie gemacht, ne? Kann also nur schief gehen. Es geht auch schief. Aber das siehst du dann später. Ich messe hier nicht hundertprozentig aus. So ein bisschen Pi mal Daumen, damit es in der Mitte sitzt. Guck, dass die Abstände links, rechts, oben, unten in etwa gleich sind. Und dann habe ich hier diese Nieten in der gleichen Farbe. Und ja, ich habe meine Alben halt immer ohne Ringmechanismus gemacht. Das ist halt schon, ne? Also irgendwann muss das ja mal ausprobieren. Und jetzt war der passende Zeitpunkt. Ja, und hier mache ich meine Löcher rein. Ist so ein Tool, da musst du nur draufdrücken. Also mehrfach. Und dann bohrt sich das sozusagen rein und du kriegst ein Loch in dein Objekt. Habe ich auch mir jetzt vor kurzem erst geholt. Bin noch ein bisschen... Also beim ersten Loch war es ein bisschen schwieriger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung. Funktioniert dann. Also dann weiß man, wie es geht. Ja, und hier befestige ich die Niete einfach nur. Das ist so ein bisschen selbsterklärend, denke ich. Also ich habe auch keine Ahnung gehabt. Ne? Ich klicke es nur so ein bisschen leicht fest, musste aber halt nochmal nachkloppen. Ich habe leider noch keinen Gummihammer. Der wird hier noch einziehen. Ich habe nur diesen dort, den ausrangierten meines Mannes. Also nehme ich einfach ein Küchentuch. Ja, kriegt ein paar Deller ab. Ich weiß. Nichts ist perfekt, ne? Hier habe ich noch so ein bisschen Elastikband gefunden, weil ich will das Album ja auch ein bisschen schließen. Also dachte ich mir, so ein bisschen mit Gummizug ist prima. Ich war der Meinung, ich hatte mal so einen breiten, dicken Gummizug mir angelacht, aber wo der gerade wohnt, weiß ich nicht. Ich denke, der wird in irgendeiner Untiefe gerade seinen Urlaub machen. Ja, jetzt überlege ich mir, welche Farbe ich von diesen großen, dicken, fetten Eyelids nehme. Und ich habe mich für die dunkleren entschieden. Passte mir. So, und auch hier rolle ich wieder das Loch rein. Wenn es denn dann was wird. Ja, wird. Also siehst, ne, so beim dritten Loch ist es schon ein bisschen einfacher. Und dann kommt noch 4. So, und jetzt passiert gleich was ich rückblickend ziemlich doof finde. Jetzt bin ich ein bisschen übermutig und dann hüpft mir dieses Teil weg und dann siehst du so ein klitzekleines Nebendran-Löchelchen. Hat mich extrem geärgert. Wie gut, dass du den Ton jetzt nicht hörst, also den Originalton. Ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz, aber es war jetzt halt passiert. Es ist so, wie es ist, ne? Mit der Crocodile musste ich noch ein bisschen nacharbeiten, weil dieses Loch-Runter-Macht-Ding einfach nicht groß genug die Löcher macht. Und dann musste ich einfach damit nochmal nacharbeiten. Das mache ich also oben und unten, weil ich muss den Gummi hier oben und unten befestigen. Also sonst wird es ja nicht. Jetzt setze ich mir hier mein, wie heißt denn das Ding? Das Eyelid rein. Das passt schon mal ganz gut. Und dann hau ich's Blatt. Ganz einfach. Also ich habe hier so ein, ich weiß nicht, da brauchst du halt keinen Hammer dafür. Das ziehst du einfach hoch und durch die Feder donnert es nach unten und das Eyelid wird gespreizt und damit sitzt es fest. Finde ich eine tolle Sache. Ist halt nicht so laut wie ein Hammer, ne? So, das gleiche machen wir unten auch nochmal. Eyelid rein. Und dann, wird's werden. Heimat, deine Sterne. Bis ich das da reingefummelt habe, gell? So, jetzt aber. Und hochziehen, zack, zack. Nach unten knallen lassen, so 3-4 Mal siehst du dann schon. Den Überstand von dem Gummiband, den schneide ich einfach ab. Und jetzt habe ich diese hervorragende Idee. Ich habe doch Buchecken in meinem Fundus. Da haube die da auch noch drauf. Ja. Blöd nur, wenn man nicht das passende Werkzeug hat, ne? Oder noch keine Ahnung hat, wie wir das drum machen. Ist hier alles wie ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen improvisiert. So, ich versuche das erst mit der Zange und dem, wie heißt denn das Teil? Handtuch.
funktioniert natürlich nicht. Wieso wäre jetzt auch zu einfach gewesen? Also denke ich, oh, weißt du was, dann gibst du mir die Ruder, machst das Handtuch nur von einer Seite und schon ist der Salat passiert. Ne? Sieht total mega doof aus, aber ja, ist jetzt halt so. Kann es auch nicht mehr ändern. Ich versuche hier nur ein bisschen rumzukloppen und zu dengeln und merke dann dabei, weißt du was, du dengelst diese Ecken einfach nur noch. Das kommt irgendwie besser. Das passt dann besser. Da kann ich ein bisschen besser den Druck aufbauen, üben, wie auch immer. Es funktioniert einfach besser. Und zum Schluss mache ich mich nochmal an die versaute Ecke. Naja, es fällt dann nicht mehr ganz so auf, aber versaut ist versaut. Punkt. So, jetzt haben wir alle vier Ecken. Das Gummiband sitzt, das passt drumherum. Ich kann die Seiten reinmachen. Das mache ich hier ja auch schon. Und das finde ich, ja, es hat was, ne? So, und jetzt bin ich schon total freudig, nicht erregt, weil, genau, die Seiten kommen raus. Ich habe die Teile ein bisschen zu kurz gemacht. Überleg auch noch, woran es liegt, erkläre ich dir dann später. Naja, das ist halt so, wie es ist, ne? Wenn man es erstmal was macht, dann kann das auch schon mal ein bisschen schepp gehen. Aber es ist alles im Rahmen des Erträglichen. Ja, ich könnte die Seite noch kürzen, aber das finde ich dann blöd. Das mag ich nicht. Hier habe ich ja jetzt noch die Innenteile gerade halbiert, die immer in diesen Adventstürchen mit drin sind. Das probiere ich jetzt hier einfach mal aus an dem Adventskalender von letzten Jahr, denn den jetzigen darf ich ja noch nicht öffnen. Ist ja noch nicht so weit. So, und jetzt weißt du, warum ich hier noch eine Lasche kreiert habe auf der Tasche. Eine Lasche auf der Tasche. Naja, damit ich das Stückchen Papier da reinstecken kann und man einfach sieht, was da drin ist, beziehungsweise welches Türchen das ist, weil ja die Zahl immer drauf gedruckt ist vom Tag. Und damit ich das besser rein und raus kriege, schneide ich unten den Schnippel ab und fertig werden. Sitzt doch. Schicki, oder? So, denn Stempel will ich natürlich auch drauf kriegen. Und dann überlege ich, wie machen wir das? Und ich habe mich für die Variante noch mehr Clue Dots entschieden. Ja, der Stempel kriegt 4 Clue Dots. Also nicht der Stempel, sondern das Glasischpapier da. Du weißt, was ich meine. Hat jetzt an allen 4 Ecken, kommt auf das Stückchen, ja, das ist ja kein richtiger Cardstock, aber so was dazwischen, ne? Ist ja dabei, kann man wiederverwenden. Ist ja dann sozusagen auch noch ein bisschen Upcycling. Ach, Heidewitzka. Das passt mir und jetzt könnte ich mich mal an die Gestaltung des Buchrückens machen. Und da habe ich mir hier aus dem Stempelset, naja, wenn ich es jetzt wüsste, ne? Natürlich weiß ich es nicht, ich habe es hier auch nicht liegen, es wäre jetzt auch zu einfach, aber du siehst es ja jetzt eingeblendet. Da habe ich mir das große Adventskalender rausgesucht und das stempel ich erstmal in Darkness ab. In Schwarz. Passt, weil Weiß ist drin und Schwarz ist drin. Läuft doch, oder? Mir gefällt das. Das ist ein schöner Abdruck. Das ist, passt genau wie Popo auf Eimer, ne? Und hab mir das noch ein bisschen zugeschnitten. Und jetzt habe ich hier die Kreise. Die haben wir ja auch schon ewig im Programm da, ne? Aber so tief versteckt im Shop. Ich weiß gar nicht, kennst du die? Diese doppel-, dreifach-, achtfach gestitchten, naja, jetzt übertreibe ich ein bisschen, ne? Kreise. Mag ich sehr gerne, finde ich schön. Kommen im Moment viel zum Einsatz. Da habe ich mir jetzt einfach einen dickeren Kreis ausgestanzt, der gestitcht ist. Den Hirsch habe ich in Schwarz und den Tannenbaum, den mache ich jetzt mehrfach aus Schwarz, Steingrau, Glitzer, Spiegel und ich habe Weiß, glaube ich, kommt auch noch dazu. Also so einen kleinen Wald, weil Hirsch wohnt im Wald, oder? Also bei mir zumindest. Ja, das ist so in etwa meine Idee. Aber mir gefällt es nicht, dass man direkt das DSP sieht, also setze ich diesen ausgekurbelten Kreis auf Transparentpapier. Und das ist in etwa der Aufbau, so soll es werden und dann kann ich kleben, also ganz einfach. Das wird noch ein bisschen in Bannerform geschnitten und
Ich glaube, ach, das Gedönse da, genau. Das kommt dann auch noch, dieses neue Blätterwerk da für die Rahmen. Und so sieht das jetzt fertig aus. Und ich finde es richtig, richtig schön. Ja, und da ich natürlich 2 Jahre drin haben möchte in meinem Adventskalender, brauche ich natürlich noch irgendwie die Jahreszahlen, weil irgendwann komme ich sonst durcheinander. Und so schnappe ich mir hier diese kleineren Zahlen, kurbel die mir einfach noch aus schwarzem Cardstock aus. Also es soll 23, 24 werden. Ich bin mal optimistisch, dass 24 auch noch reinpassen wird. Ja, und dann bin ich auch schon mit meiner Gestaltung von dem Cover fertig. Was lange währt, währt endlich gut, ne? Und mein Adventskalenderbuch 23 und 24 ist fertig, denn ich habe da deutlich Platz für noch ein Jahr. Das heißt, nächstes Jahr machen wir nur Seiten. Die werden dann vielleicht ein bisschen anders. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal wiederverwenden. Und ich muss sagen, ich finde es auch richtig schön. Also mir gefällt diese Kombination, finde ich sehr edel. Wobei ja dieses Türkis Mint nicht so meine Farbe ist, aber dieser Ringbuchmechanismus hat einfach die Farbe vorgegeben und mit dem passenden DSP läuft. Ja, was würde ich anders machen? Also du hast ja schon gesehen, es gab so ein paar Pannen, ne? Also das ist die erste. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, dass ich meine Seiten noch ein wenig länger machen muss. Ich sollte im Bett bleiben. Ja, im Bett sollte ich vielleicht auch bleiben bei den Sprachschwierigkeiten im Bild. Ich habe hier einfach diesen Abstand nicht bedacht, der dabei entsteht. Also tatsächlich, das ist etwas, das könnte man durchaus besser machen. Jetzt ist es aber so, wie es ist und so ist es gut für mich. Das nächste Mal ist eine andere Nummer. Ja, hier habe ich ein bisschen arg gedellert, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Die Seitenwände würden sich natürlich hervorragend eignen, um die zu gestalten. Aber jetzt mal, Bruderlieb, ernsthaft, stellst du deine Sachen so ins Regal? Also ich ja immer so. Na? Und dann finde ich, reicht es, wenn man einen Buchrücken gestaltet, denn das hier neben sieht irgendwie kein Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ich denke, dieses überstehende Gedönse hier wird nicht lange leben, aber sieht jetzt einfach erstmal schön aus, ne? Ja. Was gibt's noch? Hier, das ist ein bisschen knapp bemessen. Also, mein Ding war, ich wollte halt nicht mit einem Band anfangen. Wahrscheinlich wird es folgen, weil ich glaube, das wird nicht lange leben hier, diese Geschichte. Ich denke, irgendwann werde ich hier ein Band dran machen. Spätestens nächstes Jahr werden wir das ein bisschen upcyclen müssen, aufpimpen müssen, weil das dann hier einfach nicht mehr reichen wird. Ne? Denn das sitzt ja schon sehr, sehr spack, das Band. Das war also, geht besser, aber alles fein. Also ich bin zufrieden. Also das möchte ich jetzt mal sagen, bei aller Kritik, die ich hier äußere, ich mag mein Adventskalenderbuch, gell? Nur mal so, by the way. Und ja, das ist halt hier ein bisschen knapp. Ne? Also, und dass man das sieht, ja, ich könnte jetzt hier was drüber setzen. Habe ich auch ernsthaft überlegt, ob ich über die Löcher etwas drüber setze. Das Problem ist, wenn ich das denn dann nächstes Jahr vielleicht hier mit einem Band versehe, da gibt es dann so ein schwarzes Spitzenband und aus die Maus, dann sieht es unter Umständen blöd aus, weil wahrscheinlich muss ich die hier dann nochmal neu setzen. Und da habe ich gedacht, ich kann auch nächstes Jahr noch was drüber setzen. Man muss es ja nicht übereilen. Ne? Die Farben, finde ich, gehen auch. Mir war jetzt halt eins zu wenig. Ich denke, 2 sind besser. Ja, und zu geht's. Ne? Wie gesagt, hier guckt ein bisschen raus. War jetzt nicht, ne? Also geht besser. Bleibt ein Pech und Pannen. Guck hier, das erste verabschiedet sich schon. Also ich denke, das werde ich hier kappen. Und hier wahrscheinlich auch, dass das nur bis dahin geht. Das machen wir jetzt auch nochmal schnell, weil damit werde ich ja nicht glücklich. Schnipp, schnapp. So,
Und das würde eh gehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr, sehr schnell weggehen würde. Ja, innen die Seiten. Hast du gesehen? Also da ist noch Platz, ne? Da kriegen wir nochmal, nächstes Jahr kriege ich auf jeden Fall nochmal rein. Das ist jetzt nicht sortiert, aber ich finde, das passt ganz gut. Das hier, du hast halt hier dann gleich dein Türchen dabei. Steckst sie hier ordentlich rein und hier hast du dann nochmal wunderbar die Pappe aus dem Adventskalender verwendet. Ich mag sowas, wenn man das nochmal wieder verwendet. Deshalb habe ich meins aufgehoben und die Sternchen mit so einem Kludot da drauf schickt. Na? Nur, dass es nicht da reinfällt, weil wenn du das hier drin hast, dann ist es weg. Na? Dann hast du Spaß. Und dadurch, dass es ja irgendwie immer einen Tag Stempel, einen Tag Stanzen gab, funktioniert das auch hiermit ganz gut. Ich werde meinen jetzt von letztem Jahr hier natürlich nicht einsortieren, denn da kommt ja der neue rein. Ja, und ich muss sagen, das war eine tolle Geschichte, aber das ist mir deutlich lieber. Da können wir dann auch immer schön gleich die Tage hier reinpacken. Das heißt, die Auspackvideos werden ein wenig länger, denn ich befülle dann das Adventskalenderbuch mit dir. Ist ja klar, ne? Aber da, nichtsdestotrotz, wie gesagt, finde ich das auch trotz alledem eine wunderschöne Sache. Und die kannst du halt, wie gesagt, nochmal richtig gut verwenden. Da du hier ja immer gleich die Zahl hast. Ich würde es jetzt so machen, einfach deswegen, weil ich die Zahl hier bräuchte. Also möchte. Ich möchte die Seiten nicht noch ausdekorieren. Das wird mir dann irgendwann alles zu bunt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, für so 2 Jahre ist es dann in Ordnung, wenn man sich so einmal so eine Arbeit macht. Wie gesagt, das nächste Mal würde ich es einfach länger machen. Ja, aber ich habe diesen Mechanismus auch das erste Mal genommen. Allerdings beim Wursteln von den letzten, ich glaube, 3 Tagen ist mir was aufgefallen. Bei dem Adventskalender sind ja auch noch, hier diese langen drinne. Ich weiß nicht, was drin ist, ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das, also wie wir die Kuh hier vom Eis kriegen. Ne? Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Also wir gucken mal, ne? Wir schauen. Wir harren der Dinge, die da kommen und werden dann kreativ und lassen uns was einfallen. Ist ja ganz klar. So, mein Adventskalender wird wahrscheinlich dieses Mal auf einer Schnur hängen. Dann werde ich so einfach nur eine dicke Kordel spannen und die dran klammern. Das habe ich mir überlegt, weil ich ja jetzt dieses hier nicht nochmal gemacht habe. Das letzte Mal hatte ich die ja hier alle drinne in der Kiste. Ich wollte jetzt aber keine Kiste mehr. Nein. Dieses Jahr wollte ich was anderes. Sehr langweilig, immer das Gleiche zu machen. Deshalb wird das einfach aufgehängt. Das ist dann mein Adventskalender. Ah, das nervt mich, dass ich die nicht so fassen kann. Die rutschen immer weg. Ja, und was kann ich dir denn noch erzählen? Habe ich dir nicht alles erzählt? Ich glaube schon. Wenn du noch Fragen hast, dann nutzt die Kommentarfunktion. Ganz einfach. Ich glaube, wir haben es jetzt einfach. Ich kann jetzt noch so lange nachdenken, wie ich will. Mir fällt nichts mehr ein. Ach so, ja doch. Gut. Eins muss ich noch daran merken. Materialschonend ist die Nummer nicht. Muss es aber auch nicht sein. Denn ich habe so viel DSP. Ich habe so viel Cardstock. Graupappe. Irgendwann willst du es ja auch mal verwenden. Ne? Also... Mein Fundus ist schon etwas größer. Da kann man auch mal aus den Vollen schöpfen. So, ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen, mein Adventskalenderbuch. Auch wenn es nicht ganz so perfekt geworden ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber fürs nächste Mal wissen wir es. Ich habe mir noch Mechanismen nachgeordert in anderen Farben. Ich denke, da werde ich schon noch mal irgendwann was mitmachen. So, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Wann immer du dieses Video siehst, und dann sage ich Tschüss, bis bald.